Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril. Wir sind immer noch auf dem Weg in die Festung, ich glaube Nebelwacht hieß sie, um da nochmal ein paar Beweise zu finden. Wir gehen aber hier nochmal kurz hoch, weil wir gesagt haben, wir erkunden zwischendurch mal ein bisschen was, weil ich keinen Bock mehr habe, einfach nur blind durch die Gegend zu laufen. Wie Abenteuer erleben, einfach Abenteuer. Und hier ist es irgendwie ein bisschen blau. Was ist hier los? Gibt's hier Gegner? Was ist hier? Boom. Hallo? Ist hier jemand? Hä? Hier ist einfach nichts und niemand. Aber da ist ein Altar. Schleichen wir uns da doch einfach mal hin. Ritualplatz entdeckt. Wer hätte es gedacht, Alter? Ich habe nicht gedacht, dass es ein Streichel so. Im Altar liegt einfach nichts. Ich vermute mal, hier kommt man questbedingt hin. Sonst wäre hier irgendwas. Irgendwas Interessantes. Na gut, gehen wir weiter. Oder stecken. Bleiben wir erstmal stecken. Das tun wir ja so gerne. So, da hinten ist unser Ziel. Wir hatten zwar, ich glaube in der letzten Folge, quasi unser Ziel schon erreicht gehabt. Allerdings gestorben. Und der Zero hat nicht gespeichert. Hör auf! Ich vergesse manchmal, dass ich nicht OP bin. Vor allem nicht in diesem Bereich. Aber immer schön in die Leisten und dann passt das schon. Ich werde von irgendwo anders. Ja, gut. Alter, du bist groß! Und hier sind zu viele. Ich muss mich retten. Oh. Ich kann ja Zeit langsam. Oh Gott, du bist groß. Okay. Okay, du hast es geschafft. Er war am Angreifen. Da ist noch irgendwas. Lasst mich doch in Ruhe. Oh Gott. Ausgewichen. Ausgewichen. Aha. Ich hab gewonnen. Alter. Mach keinen Scheiß. Ja, es ist klar, dass sich das verbessert hat. Hab mich auch geheilt. Okay. Wir lernen, nicht einfach so rumzulaufen. Wir bleiben auf der Straße. Alter. Das würde, war mir doch ein bisschen zu knapp, muss ich sagen. Ich komme mir gerade vor wie Rotkäppchen. Falls jemand die Geschichte von Rotkäppchen kennt. Wo bin ich denn jetzt? Wir sind fast da. Vermute mal, dass hier der Weg nach oben ist, beziehungsweise auf die andere Seite. Hier ist aber ein seltsames Gebäude, das nicht auf der Karte verzeichnet ist. Ach nee, das gehört. Das ist so ein Schlossmauerding ins Griechens, ne? Oh, guckt euch das an. Zweigeteiltes Wasser. Vor allem hier, der Wald tot. Und da drüben, total heil. Oh, sind wir da. Oh nein. Oh, ich dachte schon, ich hätte es verkackt. Ding dong. Festung Nebelwacht entdeckt. Und so wäre schon mal richtig. Oh, meine CPU dreht durch gerade.
Geist. Bist du ein freundlicher Geist? Hallo? Nein. Okay, das war jetzt nicht so viel Damage, wie ich erhofft habe. Und verzieh dich. Dann verziehen wir uns ganz langsam in die Schatten. Wir sind nämlich ein Assassine. Machen Assassinen so. Ich glaube, der verfolgt mich, der Typ, ne? Ja, das sieht so ziemlich danach aus. Er wird mich nicht finden, weil ich mich heilen möchte. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal was zu essen rein. Getränk. Tomatensuppe. Müssen wir nur noch dafür sorgen, dass er uns nicht mehr sieht. Wir dürfen nicht im Kampf sein für die Tomatensuppe. Jetzt regenerieren wir uns. Das war der. Okay. Dann gucken wir mal. Wer ist denn. Och. Wer möchte nochmal durch ein Headshot sterben? Hm? Wo ist der Watz-Modus, wenn ich ihn brauche? Hauptsache, ein Geist hat Geld. Braucht auch ganz dringend. Ach, du bist gewesen. Ah! Oder ist noch was? Oh oh. Ich höre irgendwas rumfliegen hier. Stimmt, den hatte ich ja noch. Er hat mich getroffen. Der Sack. Vor allem, er ist da so getarnt. Guckt euch an, den kann man kaum sehen. Brauchen wir Mana. Ja, hier irgendwie Bienen oder so. Wer kommt das? Ich hab gedacht, hier kommt zuerst so ein Wald. Elb, oder wie die auch immer heißen. Ich spiele seit Jahren Skyrim und weiß einfach nicht, wie die heißen. Das ist gut. Ich brauche ja auch irgendwas für Mana-Regeneration. Wäre schon cool. Wir gucken mal, ob es irgendwo ein Beschwörer-Tree gibt. Den wir dann später auch zugreifen, wenn wir mit dem Linken fertig sind. Stand da, speckige alte Frau. Ja, was gegeben, Alter. Der Fall einfach nur abprallt bei dir. Egal, easy. Über den Gate. Okay, dahin müssen wir. Das heißt, wir gehen mal zuerst in die Richtung. Und speichern ab, weil wir es gerade voll gerissen haben. Ist klar. Steh auf noch bevor der Schuss bei dir angekommen ist. Das sind wir die richtigen. Oh. Mana. Ja, die stehen auf bevor der Schuss überhaupt ankommt. Ja, überlebst. Headshot. Ist klar. Also schon gehbehindert, aber will mich trotzdem angreifen. Wir gehen erstmal zu unserem Ziel, bevor wir hier den ganzen Scheiß erkunden. Das ist eine Tür. Ich dachte, hier wäre unser Ziel. Wohin führst du mich? Benötigt Schlüssel. Oh, ich habe einen Schlüssel. Stimmt, der war gut.
Ist klar. Diese ollen Cheater, ne? Unglaublich. Hey! Wo ist der Pfeil hingeflogen? Kacke. Yeah. Na gut, der ist sowieso halb tot. Wenn er hier ankommt, ist er tot, also. Kommt fünffacher Schaden. Ach genau. Das werden wir jetzt mal verbessern. Ach Gott. Wieso packe ich das nicht auf meine Favoriten? Was ist los mit mir? Der Feuerfall kann weg, den mag ich nicht mehr. Meditation. Wir speichern vorher ab, weil wir wissen, der fällt ja gerne mal aus. Und dann verbessern wir unseren kritischen nochmal. Also unseren Schleichangriff meine ich natürlich. Ich sag immer dazu kritischen und werde immer kritisch dazu sagen. Ich dachte, ich kann das erhöhen. Taschendiebstahl. Werf ein Blitzpulver, das eure Feinde vorübergehend irgendwas. Eigentlich gar nicht mehr so schlecht, aber ich. Ah, ich bin mehr der Assassine. Wenn ihr über Schleichen sprintet, macht ihr eine Vorwärtsrolle. Gestohlene Gegenstände können überall verkauft werden. Ist natürlich cool, aber ich will keine Punkte verschwenden. Ob ihr geht oder lauft, ja. Hm. Ein Schleichangriff hat eine 50%ige Chance, einen Teil der gegnerischen Ausdauer zu absorbieren. Schaltet auch, wenn euer Wert niedrig ist, Rhetorikoptionen in Dialogen frei. Teleportiert euch hinter ein Ziel, ja. In Kombination mit dem hier wäre das echt cool. Weiß jetzt nicht so. Ach, verdammt. Okay, wir müssen ganz nach oben. Wir gucken mal, was gibt's denn hier noch? Landsknecht. Die Erinnerung des Klingentests. Achso, nein. Gibt's hier Kampfhaltung. Das ist also der des Kämpfers, ja? Das hier ist der des Magiers. Erkennt man auch am blauen Schein. Konzentration. Was haben wir hier noch? Verringert die Mana-Kosten von Psionik und Entropie. Verringert die Mana-Kosten von Mental- und Lichtzauber. Die Mana-Kosten von Elementarzaubern, der Novizen- und Lehrlingsstufe. Die Erinnerung schaltet alle Magier-Disziplinen für euch frei. Außerdem erhaltet ihr dauerhaft erhöhte Mana-Regeneration sowie das Talent Fokus, das kurzfristig die Mana-Kosten für Zauber aller Art um 33% senkt. Das ist vielleicht, wenn wir nur das eine machen. Verringert die Mana-Kosten von Elementarzaubern. Verringert die Mana-Kosten von Mental- und Lichtzaubern. Verringert die Mana-Kosten von Psionik- und Entropiezauber der Meisterstufe. Ein Angriff mit einer beschworenen Waffe wirkt automatisch Seelenfall auf das Ziel. Ja, das hier ist unser Weg. Tragt ihr ausschließlich, bla bla. 10% der Chance, dass der Schaden ist. Ah, gut. Verteidigung. Verteidigung brauche ich kein Stück. Aber ich muss hier leider ganz nach oben klettern, ne? Wegen 50% Schaden. Weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Ich meine, lohnt sich das Ganze überhaupt? Ich meine, Hela ist natürlich cool. Scheiß auf den Kack. Okay, meine Waffe ist wieder weg. Raus, da regen jetzt die Verdammtzahl erhöht. Das ist doch unsere Fähigkeit, die wir jetzt haben. Ach, haben wir schon auf 3. Haben wir hier noch Abguss? Leute, nein. Altläufer, ihr könnt fortan mit schussbereiten Bogenschneiden laufen. Nö. 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 Ja, Meister, die brauchen wir schon, ne? Ach, haben wir noch gar nicht. Ihr könnt nun selbst Meisterschlösser knacken und eure Pfeile bringen Gegner außer den größten häufig ins Taumeln. Ja, gut. Also habe ich schon. Ne, habe ich schon. Ja gut, dann sind wir ja soweit durch, ne? Ich meine, ich könnte Dolchschaden machen.
Wir sparen uns das mal auf. Mana-Regeneration, komm. So. Geklärt. Hat zwar ein bisschen gedauert, ich weiß, aber... Diese Schritte müssen geplant werden. Und ich habe sie richtig gut geplant, finde ich. Ich finde, es war richtig toll. So muss das sein. Da die Viecher, meinte ich. Crazy. Und ich kann nichts mitnehmen. Großartig. Einfach großartig. Ach, verdammt. Und ich sag auch noch, das machen wir später. Gucken wir uns das Ganze mal an. Runendolch. Vierfacher Schaden. 4 mal 9 sind 36. Erhöht kritische Trefferschaden um 5%. Oh, das ist gut. Oh, das ist... Okay, der nächste Level geht auf den kritischen. Wobei 39 ist nicht so krass, ne? Aber wir können natürlich auch Einhand verbessern, sodass der Schaden steigt, ne? Oh, so viel zu tun. So viel vor. Das können wir alles gar nicht schaffen. Ach ja, da war ja was. Ich weiß, unsere Quest ist da hinten, aber ich gehe einfach mal hier runter. Das ist sogar ein Schleichweg. Wollen die. Kurz mal die Gegend checken. Das ist mir nicht ganz koscher hier, Freunde. Forschungsberichte. Es tut mir so unendlich leid. So. Das ist mir viel zu lesen, Freunde. Ich mach's zwar gerne, aber wenn es ein, zwei Seiten sind, ja. Aber nicht so. Es tut mir auf jeden Fall leid. Immerhin. Ist halt gar nichts. Hier geht's wieder raus zur Nebelwacht. Müssen wir natürlich das Schloss noch komplett erkunden. Wer weiß, was wir da drin finden. Vielleicht noch einen besseren Dolch. Hey, nein, unfair. Wo ist der andere hin? Ah, der hat mich gar nicht gesehen. Ihr Lappen, guckt ihn euch an. Ich bin nicht gesprungen. Beachte mich nicht. Der Staunste, wa? Gott, bist du arm. Das ist bestimmt noch ein anderer Weg nach draußen. Oder? Oh, ich liebe es, dass wir jetzt so stark geworden sind. Früher hätten wir nie eine Chance hier gehabt. Höre dich klappern. Hast du Angst? Die Treppe funktioniert nicht. Auch nicht. Ach, wo bin ich denn jetzt? Ich dachte, das wäre nur ein kleiner Gang, wo ich kurz reingehe. Wo führt mich das hin? Ah, durch. Ich glaube, ihr seid ein bisschen... Cool, einfach cool. Jemanden getroffen. Bin so okay. Gehen einmal anhitten. Sonst sind sie alle schwach, wenn sie mich sehen. Plan ist aufgegangen. Ich speichere.
mir dein Geld. Gib mir dein... Oh, Scheiße. Egal. Ich habe irgendeinen Scheiß eingesammelt. Und? Ein fetter, fetter Seel. Nein, und... Zellners Schwingen. Oh, ein Umhang, ein legendärer Umhang. Oh Gott, ist das geil. Ich bin in Ekstase. Wo ist der Umhang? S, Zellners Schwingen. Erhöht Ausdauer um 10 Punkte. Ja, gut. Ist zwar nicht mehr rot wahrscheinlich. Aber egal, sieht auch cool aus, ne? Augen des Nordens. Preise werden 5% besser, Schleichen ist 8% effektiver und erhöht Ausdauer um 10 und Magieresistenz um 8. Einhandangriffe, ja gut, können wir wechseln. So, was haben wir denn als Z-Bonus bekommen? Ja, man weiß es nicht so wirklich, ne? Elina Schwingen. Ruf des Nordens, ne? Erhöht Ausdauer um 4 Punkte. Ja, gut. Nicht so der Kracher, aber naja. Habe ich eine Fackel am Start? Natürlich nicht. Ich sehe hier einen Scheiß, sehe ich. Und dunkel. Noch ein Z-Gegenstand finden. Verdammt. Wie konntest du mich sehen? Ach, ich laufe hier im Kreis, oder? Ja. So viel dazu. Ach, wir sind jetzt hier. Verstehe. Zellners Marsch. Schwere Rüstung, ja. Verbessert eure schwere Rüstungsfähigkeit um 8, erhöht euren Nahkampfschaden um 2, festigt eure Lebensenergie um 14, ja. Danke, aber nein, danke. Gut, Freunde. Ich würde sagen, morgen werden wir gucken, ob wir hier noch mehr Set-Gegenstände finden. Vielleicht laufen wir mal so rum. Ist auch mal ganz entspannt, oder? Unseren Charakter zu sehen. Hat doch was. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Yay.